Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, hier bei Haven's Hope. Wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben und wollen mal gucken, wo wir hier so weiterkommen. Wir waren auf der Suche auf jeden Fall noch nach Seidenstoff und mussten auch noch gucken, wo die alte Hexe begraben ist. Also schon als Urgroßmutter. Ich habe da so eine Idee, wenn wir noch fragen könnten, wegen Shonas Großmutter. Die Inche, die noch wissen könnte, wo ihre Großmutter begraben liegt, ist eigentlich Shona selber. Beim Patre waren wir schon, der hat nichts weiter ausgespuckt dazu. Ja, wollen wir sehen. Außerdem weiß ich immer noch nicht, wo wir Seidenstoff noch zusätzlich herkriegen sollen. Man wird sehen. Ich versuche mal das Mikro noch ein bisschen zu drehen. Entschuldigung. So. Okay. Sollte ich ein bisschen besser zu hören sein. Hast du noch Seidenstoff? Ja, nein. Hallo Karim. Sei gegrüßt, Effendi. Irgendwer muss noch Seidenstoff für uns haben, das Angebot. Hast du das gesehen? Ich gehe dann mal. Bis bald, Effendi. Könnten den nochmal austricksen, aber nützt uns das was? Ich drück mal Leertaste und guck mal, was seltsames Gerät. Der Stand eines Händlers. Da liegt aber viel herum. Das riecht so komisch. Ich entdecke ja aber okay, nie wirklich Seidenstoff, also... Wir gehen erstmal zu Shona und probieren mal ein bisschen mehr über den Standort der Hexe rauszufinden. Vielleicht finden wir dann unterwegs noch Seidenstoff oder irgend sowas in die Richtung. Versuche mich mal ein bisschen zu beeilen. Wir könnten natürlich auch noch mal beim Bauernhof vorbeigucken. So. Shona, hör schon mal zu. Hallo, Taloril. Was kann ich für dich tun? Das ist nicht besonders viel. Verdammt. Ich geh da mal wieder. Mutter Erde, sei Zeuge deiner Taten. Verdammter Mist. Wo könnte die begraben sein? Wenn er uns Kinder dazu einen Hinweis gibt, wo soll ich überhaupt danach suchen? Vielleicht am Steinkreis? Ist das Ähnliche, was mir jetzt einfallen würde? In der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwas triggert oder passiert oder irgendwas in die Richtung. Verschlossen. Weißt du irgendwas Neues? Hallo Bill. Hallo Taloril. Wie kann ich dir helfen? Ich gehe da mal. Ja, kurzes Gespräch. Haben wir hier drin noch Seide übersehen? Ich bin verzweifelt. Ja, war da noch ein Kleiderschrank. Durch den Spalt kann ich kaum was erkennen. Eigentlich nur so viel, dass ich nichts davon brauche. Junge, vielleicht ist da Seide drin. Kann ich kaum was erkennen. Eigentlich nur so viel, dass ich nichts davon brauche. Wissen. Ja, verdammt. Ja, hier ist aber nichts mehr.
Ich habe... Mir gehen so langsam die Ideen aus. Wo war denn noch Stoff? Wo habe ich denn noch Stoff gesehen? Hier. Ein alter Fetzen mit komischem Muster. Gut, das ist es ohne. Du wirst auch keine Informationen haben. Hallo? Ich bin Talorel. Guten Abend, Talorel. Naja, wie geht es so, mein Freund? Gut. Es ist immer gut, Freunde zu haben. Findest du nicht auch? Oh ja, kann man gar nicht genug davon haben. Vor allem Freunde, die einem überhaupt keine Angst einjagen. Ein Käse. Ach, scheiße. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Verdammt. Ich weiß nicht, was ich noch, wo ich noch nachgucken könnte jetzt. Ehrlich gesagt. Der Baum ist doch bestimmt schon seit Jahrhunderten hier, ne? Wenn der nicht weiß, wo Tote begraben sind. Hallo Baum. Zur Kirche gehören. Ich glaube, der schläft schon wieder. Verdammt. Und? Wie gefällt's dir hier? Ah, fantastisch! Diese Stelle wird nur noch schöner durch die Anwesenheit meiner atemberaubenden Grazie. Ich mag die Blume nicht. Keine neuen Infos? Na gut. Man kann das Gotteshaus von hier aus sehen. Ziemlich hoher Turm. Wo gucke ich denn noch nach, verdammte Axt? Wir könnten auch noch den... Das da hinten muss diese Stadt Heaven's Hope sein. Ja, ja. Wir könnten auch noch den Gräber fragen. Den Totengräber fragen, ob der nicht eventuell irgendwas über die über Tote weiß, die außerhalb der Kirche begraben wurden. Den könnten wir nochmal fragen, wenn er immer hier ist. Hallo Geoffrey. Hallo Talorel. Kennst du den Friedhofswächter? Was machst du hier eigentlich? Was kennst du mehr? Den Friedhofswärter? Natürlich, Irving. Geoffrey kennt jeden hier im Ort. Ziemlich grießcremig. Schläft ziemlich unruhig. Irving schläft ziemlich unruhig. Huch, scheiße. Sorry. Ich hab da etwas, das Irving helfen könnte. Ich habe da etwas, das Irving vielleicht helfen könnte. Was denn? Einen Traumfänger. Wenn du ihn irgendwie über ihm anbringen könntest, dann würde er bestimmt besser schlafen, weil ihn seine Albträume nicht mehr plagen. Das ist aber nett. Gib ihn mal her. Ich hänge ihn über ihm auf. Danke, Geoffrey. Na also, nee. Sehr gut. Dann schauen wir mal, ob er jetzt friedlicher schläft. Wie geil. Okay. Ich habe versehentlich weiter gedrückt, ne? Das tut mir ein bisschen leid. Ich bin immer ein bisschen schnell auf der linken Maustaste. Soll ich dem jetzt den Eva so geben? Hat er den schon? War's das jetzt? Tu was! Eingefriest. Boah, ich hoffe, das ist hier kein Bug oder so. Also den Traumfänger müsst ihr jetzt haben. Der Alte hier schon steht, wieder, ne? Wir sind alle nur Figuren in einem Spiel. Aha. hallo? Ich glaube, der will nicht mit dir reden. Ich weiß nicht, ob der reden kann. Okay, nicht so ist.
Okay, vielleicht kommen wir da wenigstens auf den Friedhof. Jawohl. Ich weiß noch nicht, ob das was bewirkt hat, aber wir werden sehen. Hallo, ich bin... Hau ab! Was, aber... Ich arbeite. Siehst du das nicht? Aber du stehst doch hier nur. Nein, ich warte. Ich hätte da Kundschaft. Die weiß nur noch nicht, wo sie liegt. Lässt du mich auf den Friedhof? Auf gar keinen Fall. So wird das wohl nichts. Ich habe Verwandtschaft dort. Lässt du mich auf den Friedhof? Auf gar keinen Fall. So wird das wohl nichts. Ich gehe da mal. Was? 1, 4, 3, 2, 5, 6. 1, 4, 3, 2, 5, 6, 7. Ich glaube, wir haben die. Jetzt schläft er ruhig und friedlich und man kann klar und deutlich verstehen, was er vor sich hin brabbelt. 1, 4, 3, 2, 5, 6. Vielleicht, ich probiere einfach mal die Zahlen, die Irving vor sich hin brabbelt. Aha, und das Tor ist offen. Jetzt in die Glocke an oder so? Nicht. Okay. Vielleicht findet man ja Seite. Ne. Ich glaube, es geht los. Ja, nee, ist klar. Ein alter Sarkophag. Sieht ziemlich mitgenommen aus. Aber... wir wissen immer noch nicht, wo die liegt. Vielleicht finden wir hier einen Hinweis. Hier steht: Peter Murray, ein ehrlicher Handwerker. Freundlich, nett und hilfsbereit. Auch zu den Ehefrauen. Vor allem zu den Ehefrauen. Da steht: Raymond Edwards. Er hat den Tod verkorkt. Nun ist es andersrum. Der Tod hat ihn verkorkt. Hier steht Winston Lay, treu wie ein Klempner und doch kein einziges Rohr verlegt. Ja, nee. Hier steht Jean Melanis, ein Schuft, der Böses denkt. Da steht, hier liegt Eugene Harold, wie in seinem Schlafzimmer. Eine Gruft. Sie ist mit einem Sargdeckel verbarrikadiert. Da ist wohl jemand eingebrochen. Zwei kleine Putten. Sollen wohl Engel sein. Naja. Immer diese potistischen Stereotypen. Als ob alle Engel klein und niedlich wären. Du bist ja der beste Gegenbeweis. Zwei kleine Putten sollen wohl Engel sein. Ah, schön. Da ist wohl jemand eingebrochen, ja. Können wir da auch mal rein, oder? Ich wüsste zwar jetzt nie, was wir für einen Grund hätten, da jetzt mal kurz reinzugucken. Das klappt so nicht. Wieso sollte ich das machen? Ich sehe schon, ne? Wieso sollte ich das machen? Ich glaube, wir kommen hier nochmal später wieder, oder? Ich gucke mal, was hier noch so gibt. Eigentlich nichts war noch. Nö. Ich entdecke jetzt gerade nichts. Wir wissen immer noch nicht, wo die liegt. Wir müssen dann erstmal rausfinden, wo die liegt. Den Seitenstoff, den bringen wir erstmal zu... zur Schneiderin. Ich
hoffe, dass es das dann war an Seidenstoff. Und dann muss ich immer noch jemanden fragen, der weiß, wo die liegen könnte. Haben wir im Pub schon alle Leute gefragt? Moment, die Bilder an ihrer Wand, ne? Vielleicht zeigt die ja die Großmutter. Vielleicht zeigt das auch, wo das ist. Hallo? Hallo, Reisender. Macht die Unternehmer als Transport. Was? Ach so. Ist das nicht schwierig mit der Inquisition hier und so? Wieso? Hast du da was gehört? Nein. Natürlich nicht. Gut, gut. Ich geh da mal. Aha. Komm, der Barkeeper ist alles. Hallo, schöner Mann. Was darf's denn sein? Was gibt's denn? Wie wär's denn mit einem guten Single Malt? Oder ein Camillo Blended? Ich könnte dir auch eine Bloody Virgin Mary machen. Wo hast du denn immer bisher den Alkohol herbekommen? Wo hast du denn bisher immer den Alkohol herbekommen? Bisher hat den immer Fladitsch geliefert. Und danach hatte Bill noch einen kleinen Vorrat. Aber der ist jetzt mittlerweile auch erschöpft. Ich geh da mal. Ich weiß nicht, ob wir die Info schon bekommen haben. Vielleicht hilft uns das mal. So. Ich guck nur mal spaßenshalber. Ist das? Das ist wohl der Turm der Kirche. Wäre schnell drauf gekommen. Im Leben, ne? Ja, ja. Hier steht, Rot ist schneller. Aha. Rot ist schneller. Aha. Der Bibliothekar, na ja, klar. Komm, der muss es jetzt wissen. Das ist der Letzte, den ich jetzt fragen kann. Irgendeiner muss doch wissen, wo die Alte liegt. Wir können ja schlecht ganz Havens Hope umgraben. Hallo Magnus. Guten Tag, Talorel. Okay. Ich gehe da mal wieder. Find mal ein Buch dazu. Das verlorene Paradies von John Milton. Ein Buch über Homunkulusse. Homunkuli. Oder so. Der Titel ist Der Homunculus. Ein ellengroßes, furchtloses, bewegliches Ding ohne einen eigenen Willen, das sich für jeden Zweck einspannen lässt. Das kommt uns ja sehr gelegen. Hört sich genau danach an, was wir brauchen. Schau doch mal in das Buch rein. Vielleicht finden wir da was über Namen. So ein Ding hätte ich auch gerne zu Hause. Also. Der Titel ist Flagellation. Was ist denn Flagellation? Was war denn das? Hier steht 20 auf den Blanken. Handbuch der Flagellation. Peitsche tüchtig, schone dich nicht. Schlage überall hin. Hauptsächlich auf die Oberschenkel, da sitzt das feinste Gefühl. Lass nicht nach, bis du dem feisten Hintern etwas Blut abgezapft hast. Er behält noch immer genug davon. Nur immer tüchtig drauf. Schlag zu, fest und forsch. SM-Band. Na gut. Was haben wir hier noch? Legenda Aurea von Jacobus de Vorage. Was ist das? Hier steht geschrieben, und siehe, sie führten auch den Apostel Petrus zum Kreuz, um ihn zu martern und schröcklich zu quälen. Als dieser aber zum Kreuze kam, sprach er, Christus, der vom Himmel auf die Erde kam, ward am aufrechten Kreuze erhöht. Ich aber bin gewürdigt, von der Erde zu kommen, nach dem Himmel. Darum soll mein Haupt nach der Erde weisen und meine Füße nach dem Himmel. Also, da ich unwürdig bin, am Kreuze zu hängen, wie mein Herr ist gehangen, so kehret das Kreuz um und kreuziget mich, das Haupt nach unten. Da wendeten sie das Kreuz und hefteten seine Füße nach oben und seine Hände nach unten.
Das Volk aber war zornig und wollte den Apostel befreien. Der aber bat sie, dass sie seine Martern nicht möchten hindern. Der Herr aber öffnete die Augen derer, die da weinten, und sie sahen Engel mit Kränzen von Rosen und Lilien bei Petro am Kreuze stehen. Ich weiß zwar nicht, warum das Buch hier in der Bibliothek liegt. So, Moment. Das verlorene Paradies von John Milton. Sowieso ein Haufen Kirschenkram dazwischen, oder? Sprich, wer verführte sie zu dieser Schuld? Der Höllendrache, jener, dessen List von Rach und Neid erregt, die Menschen zu einer Zeit betrog, als ihn Stolz herab vom Himmel stürzte, samt der rebellischen Engelschar, mit deren Hilfe er glorreich seinesgleichen zu beherrschen und Gott sich gleich zu stellen trachtete, da er sich durch Widerstand und ehrsuchtvoll verruchten Krieg im Himmel gegen Gottes Alleinherrschaft erhob und stolzen Kampf entfachte, der furchtlos blieb. Das bringt uns alle in die Gratulationes. Die Kunst der Onkelbeglückwünschung. Die Seiten kleben leider zusammen. Ja, ein Malheur. Sumerische Literatur, eine Einführung von Vince Clortho. Was für Sumerische Literatur, eine Einführung. Nee, das brauchen wir nicht. Die 13,5 Leben des Namenlosen. Fass das lieber nicht an. Manche Bücher bleiben lieber ungelesen. Die Onkel beklagt. Reise Erinnerungen eines sentimentalen Dinosauriers. Band 24. Ach, geil. Hey, das klemmt fest. Ich organisiere gerade noch. Bis dahin. Ja. Der Titel ist Das fünfte Seiende. Existenz jenseits der vier Elemente. Kein Autor. Komisch. Und hier ist ein Symbol abgebildet. Das ist ein... Moment. Hier steht, so sagenumwogen die Existenz des fünften Seienden auch ist, so besteht doch kein Zweifel daran, dass kein Ausdruck von Intention ohne die Reflexion dieser Metaebene vonstatten gehen kann. Oha, harter Tobak. Und hier ist ein Symbol abgebildet. Sieht aus wie zwei Dreiecke übereinander. Das ist ein Hexagramm, kann für ganz verschiedene Dinge stehen. Hier steht, das fünfte Seiende ist mehr als nur die Quintessenz oder der Äther oder das Meta-Element, das zwischen und hinter allem liegt. Um dessen klare Definition sich aber letztlich jeder Autor drückt und von dem jeder Praktizierende eine andere Auffassung vertritt. Oha! Das geht ja auch noch so weiter. Bei einer Operation von Intention steht das fünfte Element somit für die Quintessenz und damit sowohl für die Befähigung, diese Operation angemessen durchführen zu können, als auch für die Berechtigung dazu. Wer nimmt das mal mit? Darf ich mir dieses Buch mal ausleihen? Dann bleibt das andere aber hier. Ja, und Wiedersehen macht Freude. Ja, laber nicht. Gut. Ich glaube, wir haben ein Buch, was noch nützlich sein könnte. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Wir sind die Bücher jetzt hier durchgegangen. Der weiß auch nicht, wo die liegt. Boah, ich habe keine Ahnung. Wir können nur noch mal irgendwo beim Hügel beziehungsweise bei diesen Druidenschrein dort gucken. Was anderes fällt mir beim besten Willen jetzt... Ein alter Brunnen. Scheint ziemlich tief zu sein. Nicht mehr ein. Da sollte ich lieber nicht reingehen. Scheint der Knast von diesem Nest zu sein. Da will ich lieber nicht. Hallo Maler. Hallo Talorin. Wie kann ich dir helfen? Ich gehe da mal. Die sind alle abgearbeitet, habe ich das Gefühl. Die werden uns kaum weiterhelfen. Hier steht? Aha. Rot ist schneller. Ah, ja. Gut.
Pippi? Hallo. Ich hab Stoff. Ni hao. Ich habe etwas Seide aufgetrieben. Das genügt an Seide. Shishi, mache mich an die Arbeit. Wohin soll ich liefern lassen? An das Labor von Mr. Blumford. Gut. Herr Vladic kümmert sich darum. Schuldet mir noch etwas. Das bringen wir uns nicht im Männerzimmer. Ich gehe da mal. Zai Chian. Mal davon abgesehen, ne? Also, ist das nicht ziemlich auffällig? Wenn dann die Spinne die Schneiderin, könnte uns doch verraten, oder? Ich habe ein mieses Gefühl, dass die uns den Ballon nimmt. Spinne, es fällt doch schon auf, wenn das Labor erst kurz und klein gemacht wurde. Wegen einer Flugmaschine. Und dann kurzerhand später dann wieder ein Ballon ans Labor geliefert werden soll. Das hat aber gerade lange geladen. Was ist denn da los? Die Ballonhülle wurde gerade geliefert. Gute Arbeit, mein Junge. Dann brauchen wir jetzt erstmal nur noch das Gas. Warst du schon in der Mühle? Ja, ich habe Agnes schon kennengelernt. Aber sie hat das Gas aufgesaugt. Deswegen muss ich erst ihre sterblichen Überreste auf dem Friedhof bestatten. Dann mach mal, Junge. Ja, weißt du, wo die liegt? Ich habe nämlich keinen blassen Schimmer. Woher bekommen wir den Brenner? Na, den könnten wir vielleicht ausleihen beim Dingens, weißt du schon. Wieso brauchen wir denn das Gas für die Flugmaschine? Für den Brenner. Könnte aber vielleicht etwas schwierig werden. Wieso das denn? Naja, also ich hatte in die alte Spukmühle ein Gasometer gebaut. Ein was? Ein Gasometer. Ein Behältnis für Gas. Das Problem ist, es ist in die Luft geflogen. Und das, obwohl ich dem Gas ein nicht brennbares Additiv hinzugefügt hatte. Ein was? Ehrlich, Junge, wir müssen mal an deiner Allgemeinbildung arbeiten. Ach, das kennen wir auch schon. Zu dem Gas hinzugefügt, damit es nicht brennt. Aber Ja. Was ist das? Ein mobiler Gasometer. Au. Ja, kennen wir schon. Das gehen wir jetzt einfach mal ich durch. Ich geh da mal. Ja, ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich nach ihr suchen soll, ehrlich gesagt. Ich habe keinen blassen Schimmer. Wo könnte man nach der suchen? Mir fällt es. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo verscharrt. Wo verscharrt man denn Hexen? Doch nicht beim Hühngrab, oder? Das glaubst du doch selber, ne? Würdest du die damit nicht noch belohnen? Aber die einzige Möglichkeit, die ich hier noch sehe. So ein grünes, seltsames, fluffiges, flächiges Gewächs. Eine Steinplattform mit einem Loch in der Mitte. Moment. Wieso sollte ich das machen? Siehst du, ne? Ist auch ein Loch in der Mitte. So ein grünes, seltsames, fluffiges, flächiges Gewächs. Ein sehr alter Stein. Was haben wir hier? Ein sehr alter Stein. Ich kann hier auch nichts machen, also ich habe keine Ahnung. Gucken wir uns noch mal bei der Mühle um. Der braucht teilweise ziemlich lange, ich weiß gar nicht wieso. Boah, hier ist aber auch nichts. Hier ist aber auch nichts. Sie haben die Überreste irgendwo verscharrt. Wo haben sie denn die Guten Überreste Tag, verscharrt? Junger Mann. Ich gehe da mal. Tja, kein blassen Schimmer. Na gut, ich mach dann hier wohl erstmal einen Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich werde mal ein bisschen offline gucken, wo
ich eventuell gucken könnte, dass das nicht so lange dauert, wo sie die alte denn eventuell verscharrt haben oder so. Weil ich habe gerade ehrlich gesagt keine Lösung. Das könnte jetzt noch so... Nochmal so... Das könnte jetzt noch ewig dauern, bis ich die finde. Ja, und deswegen sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Vielleicht dann mit einem Ergebnis. Schauen wir mal. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.